Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kraft. Ja, Metallbarren. Und ich hab letzte Folge noch einen Bolzen gefunden, Tobi, den ich auch eingeschmolzen habe. Ich hau jetzt erstmal meinen dicken Wels auf den Grill, du. Und ein Scharnier habe ich gefunden. Das würde ich, glaube ich, geht das? Ja, kann ich auch einschmelzen. Geil. Oh, nice. Das heißt, wir haben dann 4 Metallbarren gefunden in der Truhe, letzten Endes. Und dann können wir vielleicht hier mal ein bisschen... Und wir sollten, glaube ich, weiterdüsen, ne? Zur nächsten Insel direkt. Mehr Metall, Tobi, mehr Metall! Ach, komm mal mit. Ja. Jetzt ich mal über den Anker los. Ja. Ja. Jetzt kommen wir hier in die Fischkiste. Ja, kann ich ja nicht, wenn die offen ist. Oh, vielen Dank. Nice. Das wird doch bestimmt reichen, oder? Zumindest für den vierten. Ich weiß es nicht. Zumindest für den vierten Motor. Ich weiß es nicht. Das muss doch. Also ganz ehrlich, wie viel kann man denn noch brauchen? Das kann ich dir nicht sagen, ne? So. Horst, was ist los? So, ich drehe uns mal ein bisschen hier weg von der Insel. Und dann gehen wir gleich wieder. Suppe hier essen. Gehen wir gleich wieder schön in den Schrott rein, ne? Das ist der Mond. So. Was denn? Nichts. Was ist denn los, mein Junge? Ich bin fröhlicher Mensch, ne? Ach so. Die Steinkiste ist voll, ne? Oh ja, endlich. Cool. Erik, ich habe dann lange drauf hingearbeitet. Ja, ich weiß. Also Tobi, da hast du echt gut gemacht. Du kriegst auch ein Diplom. So ein Teilnahmeurkunde. Steindiplom. So, ich brauche noch mal ein paar Planken. Haben wir nicht. Gibt's hier nicht Einzelplanken? Ja, muss ich mir einen Stapel nehmen. Ich glaube, Planken braucht man irgendwie immer, ne? Ja, leider fürs Fressen sogar schon, ne? Ist ja irgendwie dauerhaft. Mhm. Noch, mal gucken. Planke platzieren. Hier, die Öfen fressen auch unglaublich viel. So, weißt du was? Ich traue mich einfach mal schon mal wieder noch einen Motor zu machen. So. Okay. Weißt du, ob ich dafür schon bereit bin? Und wir haben immer noch 7 Metallbarren. Ich denke, das ist ganz cool. Das ist nice. So, das heißt, ich baue dann hier schon mal. Verstärken. Den nicht, das wird eine Ecke. Glaube ich. Tschüss, in der Scheißinsel. So. Und dann den Rest, da bin ich noch nicht so sicher. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Ah, ich habe Hunger. Tobias. Oh, Tobias, kaum mir doch keinen vor. Ich hab so Hunger. Gut, wenn man jetzt neues Kartoffeln dabei hat, ne? Mm. Ja, ich esse diese kleinen Guppies hier. Das gegarte Fleisch hau ich mir auch mal ein bisschen. So. Den ganzen Tag nur Fleisch fressen. Ich glaube, ich hab Skorbut. So. Diese hier muss ich ja nicht. Die sind innen. Schade, dass man das Metall nicht zurückkriegt. Das ist so ärgerlich, ne? Ja, dass du halt nicht wenigstens ein bisschen was von den ganzen Sachen zurückkriegst. Ist schon, also Holz kriegt man ja wohl ein bisschen, aber ja, das Metall ist halt schon. Ich meine, das ist halt das Seltenste, ne? Ja. Wenn du ja dich da mal irgendwie verbaust, ist es halt sofort weg. So ist es. Warte mal, Z spiegeln, so. Das passiert ja zum Glück nie, ne? Ich verbau mich nicht, Tobi. Okay, sehr gut. Wenn ich mich verbaue, war es extra. Hm? Ja, das möchte ich helfen, ne? Das möchte ich helfen. Da ist die Axt. Hä? Ah, nächste Insel. Oh, nice. Geht aber Schlag auf Schlag, ne? So, das ist nicht schlecht, ne? So. Okay, würde ich halt auch mal ansteuern. Aber wir brauchen das ja nicht. Ja, leider ja. Aber wir kriegen das schnell hin, Tobi. Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin momentan relativ optimistisch, trotz der Geschehnisse der letzten Folgen. Ja, gut. So. Okay, wir haben 4 Motoren. Einen fünften können wir noch einbauen. Das wird doch reichen für unser Floß, oder? Wir haben noch nicht mehr als 500 Dinger hier verbaut. Oder zählt das auch auf jeder Etage? Also auch der Zweitboden und so? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir haben schon ordentlich was verbaut hier, ne? So ist nicht. Dann sollte ich vielleicht... Ich weiß nicht, ob die Metallsachen halt auch mehr zählen vielleicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was machst du denn, wenn du hier alles aus Metall hast?
Ja, vor allen Dingen, dann weiß ich halt nicht, wie... Ich muss jetzt hier die Dinger verstärken und dann die Motoren testen. Weil wenn ich die Motoren jetzt teste und dann kommt der Hai wieder, dann bringe ich alles um. Wenn wir den Motor verlieren, dann... Alles? Alles, Tobi. Alles. Okay. Ja... Ein Bolzen da, da ist aber nicht nett. die Gallia. So, das wäre dann so schräg. So. So, Tobias, Land in Sicht. Ich baue mal einen Anker. Ich baue dir einen Anker aus Liebe. Okay. Oder aus Mettwurst, mir ist egal. Ich würde den aus Mettwurst bevorzugen. Schön Mettanker. Überraschend. So. Hol die mal Segel rein. Heilmütze auf den Kopf. Vorne mal mit was trinken hier. Ah, ein isotonisches Sportgetränk. Geil. So. Flop. Geil, Ton. Bist du schon drin? Im Wasser? Schon immer mal den Ton angeben. Ja, ich gucke hier am Schiff wieder. Okay. Beobachte den Arschhai. Was bringen die Muscheln? Brauchen wir die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die zwar gesammelt, aber ich habe keine Ahnung, Tobi. Riesenmuschel. Oh, Alter, hier ist was los. Sollen wir mal eine Riesenmuschel sehen? Tobi, zeig mir mal deine Riesenmuschel. Würdest Mach du sie, ich nachher auf dem Schiff. Würdest du sie für mich spreizen? Ich will eine Perle sehen. Weird. Cringe. So. Ich knibbel sie mir ab und mache eine Kette draus. Die Dinge, die man beim ersten Date nicht sagen sollte. So. Hier ist nichts. Da ist noch was. Oh, 4 Metall habe ich schon. Also 4 Metallerz. Gleich 5. Das ist eine gute Insel. Da sollten sie die anderen ruhig mal ein Beispiel annehmen. Hm? Ja, sollten sie auch. Oh, Alter, was ist das denn? Oh, als ob. 6, 7, 8. 8 Metallerz. Das ist Träumchen. Mhm. Und mit einem Mal waren all unsere Sorgen verschwunden. Das glaube ich nicht. Und wir wussten, wir würden ein gutes Leben führen auf dem Ozean. Am Ende der Menschheit. Das ist ja auch ein Scheißleben, ne? Die bauen sich alles auf, aber letzten Endes, ganzen Tag nur... Ja, Wassermelone und Fisch für den Rest meines Lebens. Gibt's Schlimmeres. Ja, das ist, kann man schon machen. Kann ja, schon denke machen. Aber Müll sammeln den ganzen Tag, weiß ich nicht. Ja, nur so überleben um des Überlebenswillen ist halt auch ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen low. Weil... Noch nie wieder was zocken, weiß ich nicht, ob ich das überleben will. Ja, das vielleicht nicht, aber ich meine, wir können jetzt auch... Also wir beide, Tobi, du und ich, wir können keine neue Menschheit starten. Das ist eher schwierig, ne? Ja, das... Aber ich könnte dir ja mal wieder einen Fisch füllen. Und das bringt die Menschheit wie genau weiter, Tobi? Weiß ich nicht. Ist doch egal. Hallo, Tobi. Also da vorne ist nur noch Stein und Sand und so eine Geschichte. Geil. Du guckst auch mal auf einmal da außerhalb, ne? Ja, ja. Das, also mittlerweile kenne ich auch, also weiß, wie Metall aussieht. Mittlerweile erkenne ich den Unterschied. Ja. Oh. Ich frage mich, ob ganz unten im Tiefen des Ozeans noch mehr ist. Ja, das würde ich halt auch mal gerne wissen. Oder vor allem, wie tief das da runter geht. Vielleicht ja unendlich. Das könnte gut sein, ne? Wäre mal interessant. Will man das denn ausfinden? Ich glaube nicht. Oh, hier. Sind wir nicht sogar schon in einer der ersten Folgen ganz runtergetaucht? Da war doch was, oder? Ja, wir sind ziemlich tief runtergetaucht, um zu sterben, glaube ich, ne? Ach ja, stimmt, da war was. Weil wir The Way verloren haben. Gut, wir waren am Anfang einfach zu gut in der ersten Folge und das wollten wir halt nicht.
Wir haben das, was wir halt immer machen, das finde ich sehr clever von uns, ne? Und da muss uns auch jeder bestätigen. Wir senken die Erwartung erstmal so weit wie möglich runter, um hinterher besser dazustehen. Ja. Sind wir ganz ehrlich, dass hinterher besser dastehen, das, daran arbeiten wir noch. Das gelingt nicht immer. Hä? Ja, aber der erste Teil, da sind wir Profis. Ja, ich weiß. Also wir stehen immer gut da, glaube ich. Ja, ja, na gut. Das viel falsch machen können wir ja nicht. So. Okay, ja, die Insel selber ist auch relativ unspektakulär, ich glaube. Ich habe hier auch noch eine Kiste gefunden. Da ist irgendwie so eine Waschmaschine oder so ein Kanister da unten gelassen. Habe ich mitgenommen. Oh, ja, super. War aber nichts Gescheites drin. Okay, okay, okay. Ja, hat nicht sollen sein, ne? So. Hauptsache, wir haben, also ich habe 8 Eisen. Ich weiß nicht, ob du was gefunden hast. Und 5. Ich habe sie in die Fischkiste gelegt. Okay, dankeschön. Dann guck ich gleich mal wieder. Wir hatten noch immer eine Blumenkiste, ne? Ich glaube, die ist voll. 9, Alter, jetzt haben wir 14 Eisen. Erik, Tobi! Tobi, geil! Nice! Wo war denn die Kiste mit den Blumen? Naja, die ist hier vorne, aber die ist voll. Also die ist hier bei den Öfen. Ja, Top-Sortierung, Erik, wir sind gut. Ach, hier, ach, da waren ja auch noch welche. Aber die scheiß Kisten brauchen halt auch wieder Eisen, ne? Klar. Ja, für die Scharniere. Alles braucht Eisen. Ja. Naja. Erklärst mal den Onkorn, nicht? Aber ja, super. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal. Also, ich glaube, wir haben genug. Eisen? Obwohl, ich. Ja, ich bin nicht sicher. Wir müssen die ganze Front ja neu verkleiden, ne? Schwierig. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Oh, Junge! Der war knapp, nicht? Weiter wäre das Ding hier im Eimer gewesen. Was ist denn passiert? Da wären wir fast connected mit dem Stein, ne? Ach, gut, da haben wir auch schnell reagiert, ne? Ich ruf mal eben beim ADAC an. Die kommen auch raus. So. So, sanftes Drehen. Ich glaube, wir sind wieder einigermaßen auf Kurs. Ich glaube, ich muss ein bisschen anditzen. So. So, auf geht's in den Müllkurs. Müll. So. Und dann. Ja, wie rum mache ich das mit den Motoren? Ich meine. Ich sicher das jetzt mit Eisen ab hier weiterhin. Wir haben ja ein bisschen jetzt. Verstärken. Oh nein. Ich habe einen zu weit rausgebaut, ne? Uff. Ah, ist aber nicht schlimm. Okay. So. So, mal hier einfach den hier. So. Dann haben wir das Boot eben einen länger. Und wenn das nicht reicht, dann werden wir halt noch mehr Eisen finden müssen. Gut, das werden wir eh tun, wahrscheinlich. Das denke ich halt auch. So, Nägel. Wo sind die Nägel? Nägel. Aha! Der Hai ist tot, Tobi, der Hai ist tot! Oh, geil! Gib mir sein Fleisch! Ah, Schöttbuller! Huch, wo kommt man denn hier? Wo kommt man? Ist hier nicht irgendwo? Ach, hier. Boah, das Schiff ist echt lang mittlerweile, ne? Ja, sehr gut. Glaube ich. Erik, eine Haimaske, hast du Bock? Wow, das ist was Neues. Sieht man nicht alle Tage, außer alle Tage. Das ist die 16. mittlerweile. Okay, folgendes. Ich weiß, wie ich es mache. Damit der Hai nicht drankommt, so oder so, baue ich hier erstmal zu. Und wenn er da vorne was wegknabbert, ist es erstmal egal. Der kommt nicht an die Motoren. Dann baue ich die Motoren rein. Tobias. Guck mal. Geil. Ach, du hast jetzt in so eine Schale quasi gesetzt. Ja, genau. Gut, genau. Ja. Das heißt, ich muss vorne kein Metall verschwenden, falls was ist. Ich hoffe nur. Ich bin gespannt, ob das reicht. Vor allem bin ich gespannt, ob ich drüber bauen kann. Ne? Ob ich dann da oben. Das muss ich auch mal testen.
Das sieht mir nicht so aus, ne? Doch, geht. Was? Ernsthaft? Geht das aber auch hier? Okay, hier von hier sehe ich es nicht. Warte mal. Jo, geht. Oh, okay, hier guckt nur so ein Böppel raus hier oben, aber das ist ja nicht schlimm. Das glaube ich egal. Ja, ja, das ist nur so. Okay, das heißt, wir kriegen die unter Deck. Das heißt, wir könnten es theoretisch gesehen auch dann auch noch beliebig nach hinten oder nach vorne erweitern. Genau, genau, genau. Also wir könnten dann noch anbauen und dann, wenn nötig, nochmal eine Reihe Motoren machen. Bin sehr gespannt, ob das reicht. Warte, ich schmeiß mal Planken rein. Planken. Okay, wir planken gehen da rein. 17. Wow. Ich brauche mehr Planken. So. Und dann schmeißen wir die mal an. Ein Motor geht noch dazwischen, falls das nicht reicht. Aber ich würde sagen, den können wir so oder so dazwischen packen, ne? Ja, sieht gerade cooler aus dann, ne? Denke ich auch. Oh, die Füllstandsanzeige funktioniert sogar. Das ist ja nice. Okay. Tobi? Ja! Wir sind auf Kurs! Boah, wie nice! Nice! Voll geil! Oh, jetzt fahren wir auch ein bisschen schneller wieder. Oder? Ich bin dafür, dass wir den fünften Motor auch noch irgendwie machen. Ja, auf jeden Fall. Einfach nur für die Optik. Boah, guck mal, wie schnell wir sind. Wie das Zeug hier vorbeifliegt. Oh. So schnell kann ich gar nicht einsammeln. Wie geil das hier ist. Oh, voll geil. Das ja, ist schon ein bisschen cool. Ja, finde ich auch. Das heißt, wir können auch das Steuerrad machen. Also ich mache das Steuerrad noch nicht. Ich gehe noch nicht auf Kurs, solange wir noch nicht das Boot wieder fertig haben, ne? Oder? Nee, ich würde sagen, wir verkleiden mit Eisen erstmal, dass da vorne noch nichts anbrennt. Genau, genau, genau. Okay. Dann mache ich Folgendes. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Soll ich erst verkleide, dann mache ich den Motor, ne? Ja, wir brauchen den Motor ja an sich jetzt erstmal theoretisch gesehen nicht. Genau, genau. Das ist die nächste Insel, die fliegt gerade vorbei. Das ist so geil. Ups. Oh. Und dann ein Spiegel. Ja, so. Und dann hier so. Dann den hier. So, okay, wir kriegen es komplett verkleidet wieder. Sehr gut. Und an den Seiten kommen wir trotzdem noch vorbei, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn irgendwas hoch, bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Voll geil. Was denn? Komm mal her, bitte. Hm? Du kannst es auch benutzen, aber du landest dann in der Treppe oben, wenn du dich drauf sitzt. Oh ja, dann mach ich sie mal lieber nicht, wa? Ich find das gut. Wie es da drin wohl stinken muss? Wobei man scheiße. Das läuft einfach. Ich glaube, man scheißt hier ja in den Ozean, ne? Ja, das läuft halt runter, ne? Aufpassen, dass das nicht im Fangnetz hinten liegt. Okay, wir brauchen noch ein Metall, also wir haben genug Metall, aber wir noch ein Dingens und dann haben wir ja komplett verkleidet. Boah, geil. Geil. Und die Motoren laufen, das ist voll nice. Und ich muss trinken. Ja. Jetzt brauchen wir so eine Tröte eigentlich. So ein LKW-Ding, so ein LKW-Horn. Ja. Ob es das hier gibt? Nee, ne? Also bis jetzt gefunden haben wir es noch nicht. Ich habe nämlich gerade geguckt und da ist mir das Klo ins Auge gefallen. Mm. Hast du wieder rausbekommen? Nee, das steckt da seitdem drin. Oh Mann, was für ein tolles Niveau hier mal herrscht. So, voll geil. Wir haben es geschafft.
Da muss ich das Boot wieder zubauen vorne, glaube ich. Bis wir irgendwann vielleicht neue Motoren benötigen. Oh, Alter, die fressen aber ganz schön viel Planken. Naja, ist gar nicht mehr so schlecht, dass wir genug haben. Nimmt ihr die sich automatisch oder müssen die nachlegen? Ich glaube, die müssen wir nachlegen. Also bei dem Spiel hier irgendwas automatisch passiert. Tobi, bitte. Ja, sorry, tut mir leid, Entschuldigung. So. Wobei, ich glaube, später wird es bestimmt ein paar automatische Sachen geben, aber jetzt wohl noch nicht. Okay. Ja, Metallwaren, wupp. Schieb, bitte. Wupp. Und jetzt geht das nächste Ding von ein Nägelchen. Und alles komplett verstärkt. Geil! Ah, du Arschhai, jetzt komm mal ran! Ja, jetzt traut er sich doch nicht. Vorne kommt eine Insel! Komm mal, oh, da hin? Wenn du möchtest, von mir aus gerne. Alter, wie schnell! Ah, ich muss essen. Ach Gott. So. Ich muss essen, Tobias! Ich hau mal die 6 Kartoffeln hier rein, ne? Wie ist das, wenn wir jetzt anhalten wollen, müssen wir die Motoren ausschalten? Wahrscheinlich, ne? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Wollen wir anhalten oder wollen wir weiterfahren? Ich würde erstmal weiterfahren. Ja, okay. Oder? Dürften wir sogar knapp dran vorbeikommen? Ja, sieht gut aus. Doch so knapp? Nee, das sieht gut aus, Eri. Wir können aber den nächsten wieder Stopp machen. Ja. So, wie sieht es plankentechnisch hier aus? Okay. Ja. Ruckelt bei mir gerade ein bisschen alles. Ich weiß nicht warum. Ja, ab und zu habe ich hier Freezes. Ich habe keine Ahnung warum. Könnte vielleicht der Motor sein? Die Motoren? Weiß ich nicht. Boah, Alter, wie viele Planken die brauchen? Heide. Oder ist es, weil wir jetzt noch schnell den Müll aufsammeln? Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Wir haben hier hinten das Sicherheitsnetz. Also wir haben... Ja, sammeln 10 Gegenstände. Ich sehe schon, jetzt hier vorne teilweise wieder voll. Ah, ich bin schon am Aussortieren die ganze Zeit gerade. Cool. Das ist, wow. Schwierig. Vor allem, ob man so viel Shit insgesamt dann braucht. Also schon irgendwann, aber... Achso, ich wollte noch weiterbauen, ne? Ich wollte ein paar Nägel machen. So. Okay, das Plastik und die Palmenblätter schmeiße ich so, wie sie sind, wieder zurück. Hä? Brauchen wir nicht. Boah, das ist hart. Werden wir nie im Leben brauchen. Diese Verschwendung. Ja. Das Leben in Luxus, Tobi, hat dir nicht gut getan. Brauche nicht so einen Scheiß. Da dazwischen gebaut, so. Und dazwischen, ist da schon was? Da ist schon was. Okay. Hä? Nee, da muss hier hin. Ups. Hier. Da und da. Da. Und da. Und da. Und naja, vielleicht hier müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß, ist das so gedacht, dass man wirklich dauerhafter mit diesen Motoren fährt oder ist das nur gedacht, wenn du schnell irgendwo hin willst? Oder ist es dir irgendwann egal, wie viel Planken die verbrauchen? Wahrscheinlich ist es irgendwann egal, ne? Ja, also wir haben 30 Kisten voll. Ich weiß nicht genau. Mit dem Speed, mit dem wir hier Sachen aufnehmen, ich weiß halt nicht, ob sich das irgendwann rechnet. Das Ding ist halt, also wenn das natürlich noch automatisch gehen würde, dass er sich die Planken selber nimmt, wäre natürlich schon geil, ne? Vielleicht geht das ja auch. Irgendwann mal. Stimmt. Wenn ich dran denke, wie viel uns offenbar noch fehlt vom Spiel. Ja, schwierig. So, Planken. Achso, hier unten. Kennst du das Ernte-Plank-Fest?
Mhm. Ich hasse dich. So, kann ich die Segel eigentlich wieder öffnen? Oh, das ist die nächste Insel. Naja, dran vorbeigeschossen. Oh, eine Insel. Ja, das geht erstaunlich schnell. Da müssen wir gleich mal wieder gucken, wie wir lenken, ne? Ach ja. Da war ja noch was. Stimmt, wir wollten jetzt zum nächsten Story-Dings, ne? Ja, so ist es. Wie weit sind wir? Ich mach mal kurz an. Wie weit sind wir da jetzt theoretisch schon weg? 1867. Ist das gerespawnt irgendwo anders dahin? 1800, kann das sein? Ich weiß es nicht. 1800 hört sich aber reell an. Vorher waren es ja auch 1000 irgendwas. Okay, okay, okay. Achso, dann muss ich mal wieder queren bauen, schrägen. Da ist die nächste Insel, die wir verpasst haben. Ups. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und noch einmal Kupfer. Dann haben wir, glaube ich, alles. Wir haben noch 7 Metallbarren übrig. Das heißt, ich könnte den solchen Motor noch bauen. Kannst du doch erstmal aufheben und wir bauen ihn irgendwann. Ich meine, jetzt erstmal kommen wir ja voran, ne? Weiß ich, für was wir noch Metall brauchen. Vielleicht für Kisten? Das wäre vielleicht gar nicht nur so dumm. Hab ihn gebaut. Nice, gut. Aber ich muss ihn ja nicht anmachen. Aber er ist schon mal da. Entschuldigung. Sieht ja geil aus. Ne, finde ich auch. So. Ich dachte, dann ist erstmal komplett. Ja, ne? Klar. Puh. Aber ja, ich frage mich langsam auch, ob man die Planken vielleicht, ob man den Motor vielleicht zwischendurch mal ausmachen sollte, nur mit dem Segel fährt oder so. Ist teuer, sagst du? Also plankentechnisch, die eine Kiste ist schon leer, aber auch wegen Bau jetzt natürlich, ne? Wir bauen natürlich oben das Oberdeck und so, die Schrägen kommen ja auch wieder alle hin und so. Können wir denn nicht schön umweltschädliches Schweröl reinkippen? Habe ich die Richtung geändert? Was passiert, wenn man eine Richtung ändert? Driftet man dann? So ein bisschen Tokyo Drift. Quick, 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 quick. Warte mal, wir hatten noch das Ruder, brauchen wir auch noch, ne? Du geiles Ruder. Ja, nice. Zwirbel mein Lenkrad. Zwirbel? Tobi? Ja? Machst du dich immer mein Lenkrad lustig? Guckst du dir mal genau aus der Nähe an, Tobi. Noch lacht er. So, wenn ich jetzt... Oh boy. Oh, Alter. Voll geil. Und jetzt gerade was. Warte mal, hä? Wir entfernen uns? Wie? Okay, warte, Tobi, warte. Halt dich fest. Oh. Mir kommt der Halt einfach wieder. Aber ich dachte, wir fahren immer nach Norden. Ah, ich hätte die. Ah, warte mal, nee, ich muss. Oh. Mist, ich muss die Batterie wechseln, warte mal. Geil, Tobi, danke, dass du mir den Bildschirm zuhältst. Das ist eine Karte gewesen, Mann. Oh. Du weißt, wo du lang musst. Super, ja, einmal nach Mango. So, warte. Warte mal, fahren wir da nicht genau auf diese Insel? Oh ja, ja, der ist genau hier in die Insel. Na cool. Wir fahren jetzt. Wir entfernen uns ja gerade davon, ne? Das ist gut. Glaube ich. Ja, oder? Nee, schlecht. Gut. Das heißt. Ah, der ist gar nicht an der Motor. Sehr gut. Motor abstellen, nein. Oh, uncool. Was denn? Ich bin vielleicht bei meinen Motoren durch den Boden gefallen. Oh. Rick! Ja! Da bin ich wieder. Hallo.
wollte gerade die Richtung ändern, aber es ist echt schwierig. Wie kann man denn hier gut die Richtung ändern? Motor abstellen? Cool, danke, Tobi. Das hilft mir sehr. Benötigt Planke. Oh, soll ich Planken holen? Oh ja, das scheint schon leer zu sein. Benötigt Planke, aber kann ich nicht von... Ah, hier die Richtung. Hä? Hä, jetzt geht Richtung... Okay, Richtung ändern. Oh, jetzt habe ich Durst. Ach Mann, ey, scheiß Spiel, hör auf. Oh. So, gib mir trinken, dann hier rein. Alte Pissgrütze und dann hier. Da muss ich auch noch essen. Das war lecker. Oh, die Kartoffeln sind noch gar nicht nachgewachsen. Ich wollte neuer drauf. Ach so, cool. Dankeschön. Alles schon erledigt. Geil, Tobi. Benötigt Planke. Richtung ändern. Okay, geht. Bin ich irgendwo eine Samenkiste? Ah, hier. Ja, das ist lustig. Samen. Jetzt Samen gesagt. Das ist natürlich meiner Mama. Was? Okay, Richtung ändern geht. Wir fahren geradeaus. Cool. So ist, recht. Ja, jetzt passt auch. Super. Ja. Ja. Was schießt man den Inseln wieder vorbei? Riech mal. Was denn? Kommt er mir mit seinem Ding und hält es mir immer ins Gesicht. Oh. Jo, es ist wieder soweit. Wir sind auch noch Planke. Oh, wow, das geht aber echt super schnell, ne? Ja. Schwierig. Wir sollten das vielleicht nur für die Story machen. Dass wir da schnell genug hinkommen, sagst du? Ja, dass wir überhaupt hinkommen, glaube ich. Ja. Ja, da braucht man schon ein bisschen was, ne? Mhm. Haben wir denn noch genug? Ja, ich meine, wir sammeln ja auch immer mal zwischendrin was auf, ne? So ist ja nicht. Ja, eben. Ich glaube später, also wenn wir auf dem Schiff einen eigenen Wald machen, der immer nachwächst, ne? Wir haben ja gerade die Mangobäume und so, ich glaube, dann geht's schon. Dann hast du, glaube ich, auch immer genug Holz hier vorrätig. Ja, ich glaube auch. So, jetzt müssen wir erstmal eine ganze Weile lang in die Richtung. Ich teste mal kurz die Mangobäume hier aus. Können wir nicht auch Ananas anpflanzen? Wir haben so viel Ananas-Seeds. Ja, das geht. Wo macht man das? Okay, warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie viele Planken wir... Achso, hätte ich vielleicht vorher mal alle ablegen müssen. Oh, wow. Die Mangobäume sind eigentlich ganz nice. Bringen die was? Ich hab jetzt, naja, fünf Mangos. Ich hätte gedacht, es wären mehr. Okay. Hab fünf Mangos, vier Seeds aus drei Bäumen. Okay. Und wie viel Holz? Holz weiß ich nicht, weil ich vorher schon Planken im Dingens hatte. Da muss ich... Guck ich nochmal. Brauchen die Wasser? Ja, auf jeden Fall. Achso, dankeschön. Wollte ich auch gerade machen. Was bringt Mango? Okay, die bringen fast gar nichts. Okay, warte mal. Ich brauche für mein... Für dieses Früchtekompott... Oh. Ach, da brauche ich noch Trauben für. Ja. Ja, wir haben keine Trauben. Oder was sind das hier? Sind da Trauben? Siehst du das? Sag mal. Also das ganz unten? Das sind die roten Beeren. Das sind die Beerenbüsche. Haben wir die? Ich glaube, die geben keine Samen. Ach, verdammt nochmal. Ja, ich glaube, die kann man nicht an... Also, es gibt eine Mod, mit der kann man die dann anpflanzen. Da geben die Samen. Okay. So. Samen. Oh, wir haben 21 Melonensamen. Geil. Die Palmsamen könnten wir mal probieren, ne? Was denn? Was? Wo bist du denn? Am Grill. Hä? Das klappt ja super. Ja, cool. Ja, ich freue mich schon, wenn du den runternimmst, dann ist wahrscheinlich der Balken weg und dann stürzt er um die Decke ein.
Oh. GG. Ich lasse den da jetzt hängen, ist mir egal. Ich fasse den nicht an. Ne, der bleibt da jetzt. Ja, ich glaube, das, Ne, lass es ja, hängen. Man sieht ja, dass man von allem eins braucht. Alles ja, gut. Ich traue mich auch nicht so recht. Nee, ich will nicht der Arsch sein, ich mach's nicht. Ja, aber das toll, dass das so gut funktioniert, ne? Ach, super. Endlich kriegt man die geheime Einsicht. So, das... Oh, das ist eine größere Insel. Wollen wir die mitnehmen? Würde ich sagen. Fahren wir da hin und dann, ja. Ich mach die Motoren kurz aus. Ah, ja, ja. Ich glaube, ich mal. So, Motoren sind aus. Sehr gut. Sind wir schon da? Brauche ich schon einen Anker? Soll ich den schon hinschmeißen? Ja, warte, ich guck mal, ob ich jetzt mit den Segeln, ob wir da jetzt hinkommen. Warte mal. Cool. Warte eine Sekunde. Hat sich gerade was ergeben? Ist ein Vogel gerupft? Nein. Hä, warum geht das nicht auf? Jetzt. Oh, das ist ja ganz falsch. Kommen wir da jetzt hin oder nicht? Oder geht das nicht, weil das Ruder gerade in die andere Richtung geht? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich meine, wir kommen da schon hin, oder? Wir kommen näher, meine ich. Naja, ich habe jetzt beigedreht und dann mache ich vielleicht mal einen Motor an oder zwei oder drei. Mal gucken, was passiert. Warte. Was bist du denn? Ich stehe hier oben und gucke, ob wir Richtung Insel kommen. Ah da. Ruby? Irgendwie, ja. Riech mal. Oh, Alter. Kommt er mit seiner Wurstpelle da schon wieder um die Ecke. Hoffnungen und Träumen. Bah. So. Puh. Alles angefeuert und dann mal gucken. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall hin. Du hast auch hingedreht, ne? Gut, machst du mal den Ausguck und sagst mir, wann ich die Motoren ausmachen muss. Ja. Aber noch geht das, ne? Noch geht das. Ja, sag Bescheid. Sticker können wir noch gehen. Na, Sigi. Da kommen wir dann mit dem Motor noch wieder raus. Du hast ja so ein Ding gebaut, wo wir uns drehen können, ne? Das wäre irgendwie schön, wenn man einen Knopf hätte für alle Motoren. Das wäre irgendwie. Ein ja, so ein Startknopf. Das wäre ja, mega nice. Das ist ja geil. Ich glaube, ich sehe es auch ein bisschen von hier vorne. Von hier. Ist das ein Wald? Das ist eine Waldinsel. Wir waren auf so einer Insel noch nicht. Hm? Das ist eine andere Insel. Du kannst die Motoren dann langsam ausmachen. Okay, warte, lass sie noch ein bisschen an. Das ist eine Waldinsel. Oh, kannst Stopp machen. So. Da waren wir noch nicht. Das ist eine Insel, auf der wir noch nicht waren. Da oben ist ein Satellitending, glaube ich. Ein Funkturm. So ein kleiner, okay. Oder? Sieht zumindest so aus. Interessant. Und vor allen Dingen kann man die Bäume dann mitnehmen? Also die. Da sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ausprobieren. Ne? Das denke ich halt auch, ne? Also gerade in der nächsten Folge, die bietet sich ja quasi an. Ja, aber sowas von. Ja, also wenn es eine Folge ist, dann muss es die nächste sein. Nicht die vorherige, die wäre falsch. Ja, da, ich würde mir die angucken. Da, also. Genau, die vorherige würde ich mir auch angucken, aber da werden wir es noch nicht gemacht haben. Das, nicht diese Insel zumindest. Ne? Genau. Ich glaube, die nächste Folge, die wäre prädestiniert. Auch nicht mehr in dieser Folge. Da ist dann zu spät auch. Ne? Nee, jetzt ist Zapfenstreich hier. Ne? Genau. Jetzt gehen wir alle schön ins Bett. Nee, warte mal, die Folge kommt um 14 Uhr. Wir gehen alle ins Bett jetzt. Ja, ist egal. Nachmittagsschläfchen, ne? Muss man auch mal machen, damit es ein bisschen ruhig ist. Ja. Hat die Mama ein bisschen Zeit für sich. So, warte. Ja. Glas hier rein. Danach gehen wir uns alle schön die Hoden waschen. Bitte was? Was? Tobi, was? Was? Gegenseitig oder? Den Boden waschen, was hast du ja, verstanden? Ja, gegenseitig den Boden waschen, das meinte ich ja. Richtig. Ja, ich habe nichts anderes gesagt. Okay, ich dachte, weil du so geschockt warst. Nee, ja. Ich deinen Boden nicht? Ich hasse Böden. Ich bin kein großer, bin kein großer Bodenfreund. Naja, gut. Na, muss man ja auch nicht sein, ne? Nee. Böden hat man nicht. Richtig, ganz genau, so. Ja, dann, bis zur nächsten Folge, ne?
Ja, würde ich sagen, ne? Geil, Waldwinsel, geil. Tschüss. Tschüss.